Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück bei WWE 2K16. Yeah, wieder ein spannendes Match heute und mein Gegner ist der Onkel, Gamershack AP. Hallo. Ich habe meinen Einsatz zu früh gebracht. Macht ja nichts. Gamershack LP, mein Kanal ist nämlich untergegangen. Gamershack LP, nicht Gamers, Gamershack LP. Ja, habe ich doch gesagt. Aber ich habe da dazwischen Hallo gesagt. Ach so, ja, hast du, ja. Du hast dich selbst zerstört. Viereck. So wie du das die letzten Tage auch gemacht hast. So, ein Stück mal Viereck. Mein Anatiker getötet hast, ich könnte ausrasten. Du, mein Rock. Oh. Dein Rock, ja. Ich weiß, der Onkel trägt gerne einen Rock. Ihr wisst es, den Leute. Hast du? Ich weiß es auch. Was? Okay. Ich habe einen. Bist du soweit? Meister, ich drück mal Viereck. Ah. Ich habe schon lange einen. Ich habe schon tausendmal gesagt, wir drücken Viereck. Also, dann habe ich nicht gehört. Ging weil unter. Weil du bequatscht musst. Nee, ging unter. Nee, ging nicht unter. Ich werde mit dir, ich guck mir deinen Part an und das hört man ganz genau. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Alter Verfalter. Das klingt, als hättest du jetzt jemanden Megatypen und ich habe einen Bumm. Okay, dann würde ich sagen, auf ein nächstes Verlieren. 3, 2, 1. Smiley. Oh, scheiße. Ja. Ja, das ist doch schön. Das ist doch schön zum Scheitern. Jetzt wirst du getriple-aged, hoffe ich. Bist du bereit? Aber weißt du, was ich dazu sag? Ha, ha, ha. Ja, mal gucken. Weil du bist auch gut. Ich kann auch wieder Mist machen. Geil. Aber seht ihr die natürlichen Adern oben an der Schulter? Mhm. Merkt ihr das natürliche Nichtgehirn bei Revano? Lava-Kopf. Das ist auch natürlicher Wachs, natürlicher Fehlwuchs ist das. Ist klar. Ist mir klar. Ey, er macht's mal richtig. Ich hab's ganz selten richtig gemacht. Aber wenn die es nicht machen, kann ich nichts dafür. Sehen. So, erstmal ein Schlag. Nochmal, oder? Brauchst du nicht mehr. Ja, Sia, sagt er. Ich bin gespannt. Okay, cool. Schön. Was machst du okay. denn? Weiß ich nicht. Well, let's quickly get your opinion on Jimmy. So, ich tue dich nur ein bisschen quälen, weißt du? Das macht nämlich Spaß. Ach, scheiße, du warst schneller jetzt. Na. Man sollte halt nicht zu sehr mit mir spielen. Ja, dann wirst du gleich nervös, ne? Okay, Triple H am Boden. Jetzt geht der Kampf los hier, meine Damen und Herren. Es beginnt. Und er macht erstmal den Dropkick ins Leere. So möge ich das. Du redest, du hast heute irgendwie Deutsch. So mag ich das. Mann, mögen, Magen ist doch alles das Gleiche. Nee, der Magen ist zum Essen da. Maggi? Ey, was machst du denn jetzt? Hä? Warst doch gerade noch bewusstlos. Ach, jo. Hä? Ah, geil. Boah, ich hab's selbst rausgemacht. Du wärst weg gewesen. Ich hätte dich jetzt gecovert, ey. Krass. Nee. Doch, ich hab abgebrochen. Ich hab L1 gedrückt. Ich hatte gedrückt bei Rot. Bei Grün. Ja, aber der wäre weg gewesen. Weil ich hab in der letzten Sekunde, das war schon, ich hab dann auch abgebrochen. Hätte ich jetzt gelassen, wärst du bestimmt raus gewesen. Da bin ich mir ganz sicher. Na und? Was hat passiert? Ja, aber da bist du... Ich mach die Scheiße immer mit dem Abbrechen. Wenn du verlierst, verlierst du. Okay. Ach Gott. Weil ich hab's jetzt so bereut, wegen The Rock. Ja, das fängt ja schon an hier mit den komischen, lustigen Sperenskis hier. Ja, es war ein bisschen, aber... Ey, jetzt kommt der auch schon hier raus. Was ist denn hier los? Ich dachte, ich mache jetzt mal einen schönen Move hier. Da schlägt der mich einfach. Was soll das denn? So nicht, mein Freund. Ach, er haut. Ey, das ist nervig, Rivano, echt. Was denn? Das dass ist du das mich jedes Spiel. Match 50 Mal raushaust. Das nee, ist nervig. Einmal pro Kampf. Deine die Mutter muss ja haut Luft dreimal. Haben. Entschuldigung. Schon wieder die Mama. Was? Ja, schon gut. Was ist denn los mit dir?
Was ist los mit dir? Ey, kannst du dich nicht wehren? Musst du mich jedes Mal, wenn du ein bisschen in der Bredouille bist, aus dem Ring schmeißen? Was bist du für ein Angsthase? Halt. Das gehört dazu. Du bist ein Angst. Das gehört überhaupt nicht dazu. Angsthase-Schüsse, das nervt. Das Einzige. Aber wenn ich aufstehe, und rausrolle, das findest du wiederum nervig. Mhm. Nö, wieso? Ich roll da auch raus, wenn ich kann. Guck mal. Ja. So ist das. Kannst du mal aufhören, Onkel, mich dauernd rauszuwerfen? Das macht man einfach nicht. Hallo, da bin ich. Oh, jetzt kriege ich auch noch eine Combo hier. Jetzt kriege ich auch noch die Combo ab. Ernsthaft, er rennt weg. Diese ja, Pussy, ja, diese verdammte Pussy. Ne, wieso? Diese verdammte Pussy. Mega Muschi. Ja, warum soll ich denn hinrennen und mich dann die Chance setzen, dass ich verletzt werde? Hä? Das wäre doch Quatsch. Kontern. Kontern. Wenn ich kannst schon gar nicht da so schnell das ausrechnen kann, dass ich da nicht hinkomme, dann konter ich da nicht mehr. Guck mal, kann ich auch. Ja, renn doch weg, ist doch gut. Nee, mach nicht, das sieht scheiße aus. Zack. Macht man nicht. Wegrennen. Stirb. Stehst du wieder mal auf? Dankeschön. Ach, jo. Alter Fall. Oh, jetzt kommt er wieder mit seinem Cover. Er kommt wieder mit seinem Cover hier direkt. Boah. Er haut mich in die Ecke. Er haut mich in die Ecke. Und das finde ich nicht so nett. Wow, schönes Ding. Schönes Ding hier. Schönes Ding. Na, ich hoffe, du kommst nicht raus. Ja. Ja, ja, ja. One. Du, oh, er kommt raus. Du, von du. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, jetzt geht das wieder los. Aber jetzt bist du auch besser mit dem Kontern. Was hast du jetzt anders gemacht? Was soll ich anders gemacht haben? Ja, weiß deine nicht, innere Verbindung ist wahrscheinlich wieder besser. Ist halt einfach wieder besser, ne? Das hast du wieder trainiert hier heimlich. Ich steh doch mal schneller auf, wie war's damit? Ja, hol mich rein. Was macht er jetzt? Er schleppt mich hier durch die Gegend, achso. Na komm. Mach irgendwas. Ah, ist das dein Finisher, oder was? Ja. Hip. Ja, schön. Ach, jo, jetzt mal okay, machen wir so ein Spiel. Machen wir es so, okay. Nobody home there. Nobody home. Yo. And again with the knees. Why not? It's working. Komm jetzt, mach jetzt. Oh. Ja, Triple H ist ins Alter gekommen, hä? Ha ha ha. Was bin ich? Ins Alter gekommen ist der ha ha ha. Well, that's a strategy you have to always have in the back of your head. If you ever see a weakness in your opponent, you gotta jump on it. King, I think when it comes to these suggestions, Triple H's opponent needs to know that they are going to be a sports entertainment standpoint. It might be so, wie es ist, du Penner. Da dürftest du eigentlich gar keinen Blocken mehr haben, laut dem Ding. Ja, jetzt nicht mehr. Vorher war noch, oder was? Nein, ich hab mit dem gerade eingecheatet. Hier ist der damn gut, ja. Das ist schön. Ja,
We're looking at complete domination here. Oh Mann. Ja, so kann's gehen, ne? There's the suplex. That was nice. Good grief. How is he still conscious? Ja, du bist doch am Arsch. Just look at this. Ja, you can ein bisschen. See the results from that move. Ach jo, klar. Ich mache einen Move und ich bin mehr kaputt als du. Das ist so gut ausgeschliffen von WWE. Also muss ich schon. Also ich muss gerade mal sagen, ich kann mich gerade noch an den Satz vom letzten Match erinnern. Ich stell mir gerade vor, wie der Revano mit rotem Kopf dort sitzt und ja, weißt du, wie es ist, du Drecksack. oder die dummen Sprüche immer. Ach, er versucht mich hier wieder mit miesen Drecks aus dem Leben zu hauen. Ja, liebe Leute, ich weiß nicht, ich komme im Moment zu nichts hier mit dem Triple H. Ich konnte zwar, versuch's zumindest, aber hat irgendwie alles keine Rolle hier. Es spielt alles keine Rolle. Dum, da, dum, dum. Was mache ich jetzt da? Dum, da dum, ist das dein Finisher? Nö. Okay. Boah. Der ist fast tödlich, ey, auf die Kante da. Ja, aber was ist das für ein Move gewesen? Ich mache einen Move und du erholst dich schneller davon als ich. Das ist ja Quatsch. Das ist ja beim Wrestling auch nicht so. Wenn einer einen Move macht, dass der andere dann fit ist und der andere ist dann bewusstlos. Also, naja. Aber rein theoretisch habe ich recht. He's bringing it back inside the ring now. I can't blame him. Keep it in the ring. Na, meiner kann nicht mehr. Ich weiß, gibt's da noch irgendwie eine Taste, wie ich mich berappeln kann oder so? Jetzt krabbel ich da noch am Boden rum. Immer X, aber der steht nicht auf. Guck mal, der krabbelt da rum. So, yeah. Ich mach das schon. Ich kann das. Ich glaub's nicht, dass ich mit dem Typen Triple H in Bedrängnis bringe. Ja, glaube ich allerdings auch nicht. Also wollte ich zumindest nicht glauben, aber im Moment sieht es echt schlecht für mich aus. Oh, auf den Stuhl. Das merkt mein Körper gleich. Ja, ich bin raus. Kann nichts machen. Ja. Ein ziemlich unrealistisches Ende, würde ich behaupten. Hallo? Ja, ich bin gerade sauer, ich will jetzt gar nichts dazu sagen. Ich finde es einfach nur scheiße. Ach, weil ich mache Move. Doch, nee, es ist. Aber wenn ich durchdrehe, dann nur die große Fresse. Ja, aber es ist, weil es unlogisch ist. Ich mache einen Move und du stehst eher auf als ich. Wozu mache ich dann einen Move? Dann kann ich mich ja gleich hinlegen. Das ist Quatsch. Also da haben die Programmierer, muss ich mal mit dir sprechen, ja, ob die irgendwie nicht alle eine Tasse haben. Aber ich kann ja nicht einen Finisher machen und auf einmal stehst du schneller auf als ich. Das geht ja gar nicht. Ja, das ist so. Naja, ich werde schon mal irgendwie da einen raushauen, der dir gefällt. Mhm. Hast du jetzt überhaupt noch einen, der dir gefällt? Ja, mit Sicherheit. Habe ich jetzt aber auch nicht gedacht, dass das so das Ende wird oder dass überhaupt das Match so wird. Ich habe jetzt gedacht, du machst mich jetzt fertig. Ja, habe ich eigentlich auch gedacht, aber irgendwie hat er nichts gekontert, das ist ganz komisch. Ich habe eigentlich so gedrückt wie immer, aber dann habe ich mal ein paar Moves gemacht, aber dann warst du wieder schneller oben als ich und dann warst du. Egal. Halt mal ein komischer Abend, Wrestling-Abend. Also ich finde es auch komisch, weil ich war erst nicht so gut drauf. Man hat ja gemerkt in den letzten Matches, dass ich ziemlich oft laut geworden bin. Und außer jetzt Kevin Nash gegen Brock Lesnar. War gut, ja. War eigentlich, und The Rock, und bei The Rock gegen Big Show fing es bei mir an. Und ab da an ging es bei mir bergabwärts. Ja, ich finde den Verbal jetzt schon gut, aber schon traurig, aber jetzt eine Undertaker oder so war schlimmer. Aber ich hätte trotzdem ein bisschen mehr erwartet von dem. Keine Ahnung, irgendwie, dass der irgendwas. Und aus diesem WWE-Abend gelernt. Ich drücke nie wieder.
nach einem Finish oder zumindest irgendwie am Anfang abbrechen und pinnen. Nie wieder. Ja, habe ich ja gemacht. Weil dann wäre nämlich, mein... vielleicht auch nicht machen sollen. Habe ich aber den gleichen Fehler wie auch Du hast aber keinen Finisher gehabt. Ich habe nach dem Finisher habe ich einen scheiß Pin abgebrochen. Nach deinem Konter. Dich gekontert da. Nee, du hättest nicht. Ich wäre ja rausgekommen. Kannst bei mir gucken. Ich habe beim Grün gedrückt. Okay. Ja, weil ich nämlich gedacht habe, du schaffst nicht mehr. Alles egal. Oh, war auf jeden Fall gut. Ja, Triple H ist weg. Muss ich von der Liste streichen, liebe Leute. Kommt vor. Macht nichts. Naja, kannst du ja wieder mitziehen. Mich ärgert nur, dass manche Aktionen, da macht man was, da freut man sich und dann ist man schneller bewusstlos und kriegt direkt wieder auf die Fresse. Das ist Quatsch, ist das. Das ist. Aber, naja. Tja, nee, das ist ja genauso wie du machst eine Aktion mit mir und auf einmal liegst du am Boden und bist bewusstlos und ich stehe auf und mach dann weiter an dir rum. Du willst mich ja auch kaputt machen, wenn du eine Aktion machst. Ne? Jetzt kommt bestimmt Sergeant Gaming nach dem Abend hier zu mir, Sergeant Müller, und sagt zu mir, da war, oder sagt zu uns, Rivano. Man hat richtig gemerkt, dass du sauer warst. Ich grüße an der Stelle an Sergeant Müller Gaming. Nein, ich bin noch nicht sauer auf Onkel oder so. Ich bin sauer, weil das mit dem Move da, das hat mich jetzt geärgert. Oh, ich kann sein, dass ich trotzdem verloren hätte, ist kein Problem. Aber das hat mich voll geärgert. Ich mache den schönen Move und ich bleibe am Boden liegen und er steht auf und macht, kann mich bearbeiten. Das ist Quatsch, wozu mache ich dann einen Move, ne? Kann man ja sehen im Video, das ist, wo ich den so oben... Das war jetzt echt ein bisschen blöde. Eine Aktion. War das. Ja, aber trotzdem, die war entscheidend. Da hast du ja, dann ja, einen Finisher gemacht danach und so und das war für mich halt dann Kacke. Ja, ja. Ist halt so. Ja, ist schon nicht schlimm. Es kommen ja noch 1000 Matches. Du hast scheiß L1-Knopf, den baue ich auch ab. Hä? Den scheiß L1-Knopf baue ich auch ab. Alter, komm, es waren auch so viele Matches, auch rein unlogisch. Zwar habe ich mit Shawn Michaels gewonnen, aber was du heute ausgekontert hast. Also ich glaube, also heute war irgendwie da sowieso der Wurm drin. Erstens ja, mal hast also, du hat ständig mal das Spiel. Erstens mal hat ständig das Spiel geruckelt. Du also immer mal geruckelt, gezuppelt zumindest am Anfang. Und dann du hast immer abgehackt. Also ich glaube, da hat halt irgendwie mit der Leitung auch nicht hingehauen, weil irgendwie es hat ja gar nichts funktioniert am Anfang. Ach, aber es hat Spaß gemacht. Und jetzt auf einmal lief es flüssig, ordentlich flüssig und es ging. Ja, keine Ahnung, vielleicht hat es wirklich einen Fehler irgendwie was gehabt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist ja wichtig, dass wir Spaß, wir haben Spaß, man muss sich auch ein bisschen aufregen, es ist ja auch ein Turnier. Das wäre ja auch. Und ich muss dazu sagen, um irgendwelche Kommentare zu vermeiden, ich ärgere mich über mich selbst. Ich habe mich über mich selbst geärgert, zum Beispiel bei British Bulldog, weil ich da eben so eine viel Scheiße gebaut habe. Oder bei den anderen Matches, oder bei The Rock. Da habe ich mich über mich selbst geärgert, da bin ich nicht sauer auf Rivano, aber habe ich mich einfach über meine Dummheit geärgert. Wie blöd ich sein kann, den L1-Knopf zu drücken, dich da rauszulassen. Wie blöd ich sein kann, ja, ständig beim Reinlaufen in das Ringseil zu kriegen. Ja, das hat mich genervt. Das ging einfach, es ging ja alles schief. Das vorbei, der Clothesline von British Bulldog gegen den Karma, wo der einfach vorbeigelaufen ist und der Arm nach hinten ging. Was ist das für ein Schwachsinn? Naja, das ärgert mich dann so ein bisschen, sowas. Aber das hat nichts mit Rivano zu tun. Rivano habe ich doch lieb. Ja. Ich auch. Ich glaube, den längsten Endscreen des ganzen King of the Ring Turniers gerade. Ah, das wird lustig. Da werden wir uns auf jeden Fall amüsieren und ja, ärgern, sag ich mal. Naja. Aber wir können mal gucken. Wir können ja vielleicht, wenn wir da echt diese Live-Session machen, vielleicht wollen wir noch ein anderes Spiel machen auf PlayStation 4. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, 3 Stunden WWE gezockt haben, dass wir dann nochmal was machen. Ja, das gehört doch jetzt nicht hier rein. Ja, okay. Ich bin ruhig. Nee, ich muss jetzt verabschieden, oder wolltest du noch was sagen? Nein. Okay. Ja, ich bedanke mich fürs Zugucken. War auf jeden Fall ja ein Kampf und wir sehen, wie es dann morgen weitergeht mit frischer Energie und so geht es dann wieder ans Werk und dann hoffen wir wieder auf harte Kämpfe. Und ja, ich freue mich schon auf die zweite Runde. Wenn wir dann alle durch haben, dann wird es echt spannend, weil dann, wer rausfliegt, tut immer weh. Oh ja. Tut jetzt schon weh. Ja, stimmt. Ja, tut echt auch ein bisschen. Naja. Gerade gegen den Gegner. Also ich persönlich kann das jetzt, dieses Bild jetzt auch nicht ganz so fassen, dass Jimmy Uso gegen Triple H gewonnen hat. Also fand ich jetzt ein bisschen komisch. Ja, was soll ich sagen? Ich habe gedrückt, aber er hat nichts angenommen. Du hast ja gemerkt, ich habe kaum noch blocken können. Und ganz komisch. Ich habe eigentlich genau gesehen, aber er hat es nicht angenommen. Also naja. Vielleicht hat der Triple H nicht gedacht, nee, jetzt, ich habe keine Lust. Sehr gut, wenn es euch gefallen hat, guckt doch mal bei GamerCheck EP auf dem Kanal.
lasst einen Daumen oben da, schaut seine anderen Videos, zum Beispiel Fallout hat er noch am Laufen und noch viele andere gute Projekte, schaut da mal rein und bei mir könnt ihr auch vorbeischauen. Yep. Bei Revano LP. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Ciao. Ciao.